So Leute, willkommen bei meinem Blog. Wir sind jetzt in Türkei angekommen. Ich bin jetzt im Hotelzimmer. Ich nehme euch ein bisschen mit. Und ja, ich glaube, ich mache nur ein Video im Hotel. Und danach geht es schon ab in die Dorf. Und danach, ja, nehme ich auch dort euch ein bisschen mit. Aber jetzt nehme ich euch hier mit. Wir sind gerade. Das ist ein Familienzimmer, also Zimmer in Zimmer. Und ja, ich zeige euch jetzt kurz die Zimmer und so. Und danach geht es schon runter zur Lobby. Und wir schauen gemeinsam, wie Lobby ist und so. Wir sind gestern angekommen, aber gestern konnte ich kein Video machen, weil ja, ich war todmüde. Darum konnte ich nicht machen. Aber jetzt kann ich machen. Wir haben jetzt Dienstag. Dienstag, den 1. August haben wir jetzt. Und ja, ich zeige euch jetzt die Zimmern und wir sehen uns dann gleich, wenn ich den Kamera umgedreht habe. So Leute, hier kommt man rein. Dann ist hier zwei Betten hier, einmal zwei Betten. Und danach haben wir hier den Klo. Hier haben wir den Klo. Oh. Kann ich sehen. Wow. Und danach hier die Dusche und hier die Toilette und ja, hier ist ein Bett, hier ist ein Bett, in der Mitte ist ein Schrank, hier ist ein großer Schrank, hier haben wir einen kleinen Fernseher, dann kommen wir hier, dann haben wir hier große Bett für meine Eltern, dann ist hier nochmal Schrank, dann Bett, dann wird angezeigt, wo wir gerade uns befinden im Hotel. Und damals zwei Lampen und wieder Schränke. Dann haben wir für meinen kleinen Bruder hier noch ein Bett, weil da schlaf mein großer Bruder und ich schlaf hier. Hier schlafen meine Eltern, hier schlaf mein kleiner Bruder. Da haben wir Koffern, da haben wir Koffern. Koffers will ich jetzt nicht so zeigen. Hier, dann haben wir hier noch einen Fernseher. Dann haben wir hier kleine Kühlschrank, das Wasser und hier haben wir noch so kleine Gasusgetränk. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutschen heißt, aber ja. Wir gucken hier gemeinsam. Und danach haben wir hier den Balkon. Das zeige ich euch auch kurz. Ach, da haben wir die. Da haben wir hier Zigaretten. Hier sind ein paar Kiffen. Hier sieht das Ganze aus. Wir befinden uns gerade hier in dem Hotel. Da ist Supermarkt, da ist dann der Bazar und da sind auch andere Hotels. Voilà, der Hotel ist viel besser und ja, so. Das war's mit dem Zimmer zeigen. Jetzt gehen wir gemeinsam runter zur Lobby. Dafür muss ich meinen Telix anziehen hier. Dann muss ich hier kurz noch, warte, habe ich alles mitgenommen? Ja, ich habe alles mitgenommen. Jetzt hier kurz Werbung machen für die Hotel, Leute. Also ich rate euch, hierhin zu kommen. Kann man machen, ist schon ein gutes Hotel. Aber so besonders hat mir das nicht gefallen, aber jede Geschmackssache. Mir hat es nicht so gefallen, dass ich so wow sagen kann. Aber kann man machen, ist halt ein Hotel, wo man schlafen kann, schwimmen kann, Strand gehen kann, hat alles halt. Diesmal sind wir 4-Sterne-Hotel gegangen, weil ich will jetzt nicht flexen, aber ich erzähle halt nur. Wir gehen eigentlich immer 5 Sterne, aber wir sind diesmal 4 Sterne gegangen. Wir wollten ein bisschen gucken, wie 4 Sterne so ist. Ja, kann man machen. 4 Sterne ist eigentlich wie 5 Sterne. Also wenn, ja. Also, kann man machen. So sie dann bekommt ihr so Schlüssel mit der hier mit der Zimmerpasswortcode oder wie man das sagt und danach ja muss sie die Karte halt nur bei Dings zeigen, aber bei Tür hinlegen und die Tür geht schon auf, aber ich glaube ihr wisst das schon, das muss ich jetzt nicht erzählen, halt vielleicht gibt es ja Leute, die noch nie in Hotel waren, da zeige ich es, wenn die mal gehen, dann wissen die schon, wie um was das geht. Und ja, Leute, genug ins Zimmer gelabert. Wir gehen jetzt runter zur Lobby. Ich nehme euch jetzt mit ein bisschen. Ich zeige euch, glaube ich, ein bisschen den Lobby, ein bisschen
den Pool und so. Strand zeige ich euch wahrscheinlich nicht heute, sondern erst morgen, weil wir gehen erst morgen Strand. Wir waren halt gestern schon Strand, aber wir waren halt nicht so lange da. Aber vielleicht gehe ich auch heute alleine Strand, dann zeige ich euch alleine. Mal schauen, Leute, mal schauen. Aber ich glaube, ich zeige euch heute nur Hotel und den Pool und so. Und den Rest zeige ich morgen. Ich glaube, dann war es auch mit dem Hotelblock. Dann geht's zu Dorf mit dem Bus. Ich nehme euch da auch, na klar, mit. Und danach filme ich noch ein bisschen den Dorf und so. Und ja, dann wird es schon Urlaubblocks passen. Nicht? Ja. Hier zu, dass niemand reinguckt. Und ja, wir gehen jetzt Lobby, Leute. Ich nehme euch mit. Bis gleich dann. Leute, wir machen die Tür auf. So sieht das Ganze aus. Hier sind andere Zimmer. Da mal dann den Aufzug. So. Wir gehen die Treppen runter, weil Aufzug braucht zu lange. So Leute, wir befinden uns immer noch in der Hotel. Und zwar sind wir jetzt in dem Poolbereich. Der Musik ist so laut, ich weiß. Aber vielleicht schneide ich den raus, dann könnt ihr die Musik nicht mehr hören. Aber ja, wir sind jetzt Hotel, Leute. Ich zeige euch jetzt den Pool und so. Und ja, wir sehen uns gleich beim Pool zeigen. Leute, hier ist der Pool. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel, man kann nicht sehen, weil ich könnte am Früh nicht machen, weil so viele Menschen. Hier sind zwei Rutschen, wie man sieht. Und dann ist hier komplett der Hotelbereich. Hier zeige ich euch Hotel von hinten, wahrscheinlich ist es. Und dann ist da ein zweiter Hotel. Da haben wir den Bar, da ist ein zweiter Hotel. Und da hier geht man zu, bei dieser Treppe geht man zu Rutschen. Ich weiß, die Kamera ist ein bisschen verblendet. Aber ja, ansonsten passt alles hier. Also den Pool könnt ihr wieder hier sehen. Kann man machen. Ist groß. Und ja, Leute, ich zeige euch gleich den Lobby auch. Ich wollte eigentlich Lobby und danach Pool zeigen, aber ich habe jetzt erst Pool und danach Lobby gezeigt. Egal, passt auch. So, der Hotel ist schon schön von außen, aber halt klein, nichts für mich. Wenn ihr mich fragt, dass ich nochmal komme, wahrscheinlich würde ich nicht nochmal kommen, aber ansonsten, ja, hier kann man legen, Tische sind noch hier. Und ja, dann ist hier komplett so. Sieht auf jeden Fall geil aus. Kann man machen, Leute. Kann man machen. So, Leute, das war's dann mit dem Pool zeigen. Jetzt zeige ich euch, glaube ich, Lobby. Vielleicht zeige ich euch Lobby. Da habe ich schon gezeigt, ein Restaurant, da ist Dings. Also, ihr kommt von da hinten raus, könnt hier gehen, dann ist dort ein Restaurant, dann ist da der Salon, wo die tanzen und so, halt Programme machen und so. Dann ist hier komplett der Poolbereich, könnt ihr komplett chillen. Und ja, das war's dann mit dem Pool hier komplett. Der Hotel hat nur ein Pool, aber eine Großheit passt schon. Kann man machen, Leute. Und ja, zeige ich euch nochmal hier komplett.